als die Ministerin. Also, herzlich willkommen in Mahl. Das schöne Wetter ist dem geschuldet, dass Sie den Bürgermeister eingeladen haben. Das ist in Duisburg, glaube ich, genauso. Ja, also, wenn man Bürgermeister einlädt, ist das Wetter immer. Na, Bürgermeisterin ist das genauso. Bei Beigeordneten muss man leichte Abstriche machen, aber es geht auch. Lieber Hubert, liebe Frau Ministerin und liebe Gäste, die Wohnungsnot ist auch in Kommunen wie Mahl spürbar. Das kennt man nicht nur aus Berlin, München oder Hamburg oder aus Universitätsstädten wie Aachen oder Münster vielleicht, sondern wir spüren sie auch. Und über die Zuwanderungswellen ab 2015 und jetzt auch wieder umso mehr. Das gilt für alle Segmente, ob das Mietwohnungsbau ist, ob das Eigentum ist. Und deswegen ist der Druck, der Handlungsdruck in den Städten sehr, sehr groß. Ja? Sehr, sehr groß, Wohnraum zu entwickeln. Modernen, klimagerechten, barrierefreien Wohnraum. Das sind die Stichworte für alle Geldbeutel. Und wir wissen, dass der Druck sehr groß ist. Ich habe keine Bürgermeister-Sprechstunde, wo nicht mindestens ein Ehepaar oder eine ältere Dame, ein älterer Herr bei mir sitzt und sagen, Herr Ahn, was soll ich tun? Ich suche schon so lange eine Wohnung, die muss barrierefrei sein und bezahlbar. Der andere kommt und sagt, ich habe zwei Kinder, ich habe aber auch das Geld, ich brauche ein Grundstück und will ein Haus aufbauen. Es ist erschreckend, wie hoch die Preise inzwischen sich entwickelt haben, auch in einer Stadt wie Mahl, das eigentlich kaum zu rechtfertigen. Und deswegen kommt diese Initiative natürlich passend. Ja, hier gibt es Partner, die zueinander gefunden haben. Einmal eine hervorragende städtebauliche Idee auf einem Grundstück des Lückenbebauung. Sie müssen den Plan von oben betrachten, das ist Lückenbebauung. Ein Energiekonzept, was seinesgleichen sucht, und ein Ministerium, was erkannt hat, dass der Wohnungsbau gefördert werden muss, und zwar massiv gefördert werden muss, und da kann man eigentlich nur dankbar für sein. Und diese Partner kommen zusammen in den unterschiedlichen Kommunen und wollen Wohnraum schaffen für Menschen, die es hier schon gibt und die in den nächsten Monaten und Jahren zu uns kommen. Warum ist der Druck so groß? Es sind ja nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die gerade zu uns kommen, und wir wissen manchmal schon gar nicht, wie wollen wir sie ordentlich unterbringen, wenn sie denn hier bleiben erst recht. Sondern die Frage ist doch der demografische Wandel. Wir werden alle älter. Die Babyboomer-Jahrgänge gehen demnächst in Rente. Sie bleiben hier. Die Wohnungen und Häuser behalten sie. Und wenn wir die Arbeitsplätze weiterhin bestücken wollen mit neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, werden Menschen zu uns kommen. Klimagerecht ist es nicht, dass man heute 100 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fährt, sondern man sollte mit dem Fahrrad fahren oder mit dem ÖPNV. Und dazu muss man hier Wohnangebote haben. Und die hätten wir rein rechnerisch in der Menge überhaupt nicht. Also schon von daher ist es ein Gebot der Stunde, darüber nachzudenken, und ich bedanke mich bei allen Partnern, dass wir zusammengefunden haben. Das Konzept, ich bin begeistert, alle Städteplaner sind begeistert, dass das Land uns unterstützt, das begeistert uns umso mehr. Und deswegen danke ich allen, die daran beteiligt sind, inklusive auch E.ON, das ist ja ganz klar, die das Energiekonzept, ein sehr schönes Energiekonzept dazu gebracht haben. Herzlichen Dank, Glück auch. Vielen Dank.